Hey Moonies, es ist wieder mal Zeit für ein neues Review-Video, denn wir haben hier für euch zwei Schmuckstücke, die können wir euch einfach nicht vorenthalten. Dabei handelt es sich um die Verwandlungsfüller von Sailor Uranus und natürlich um den Verwandlungsfüller von Sailor Neptune. Die Lip Rods sind jetzt von Proplica erschienen und was genau die beiden schönen Teile können, das zeigen wir euch jetzt. Proplica ist ja bekannt für seine Originaltreue. Sie haben sich auch nicht nehmen lassen, die Lip Rods, die Verwandlungsfüller der Outer Senshis, sehr detailtreu nachzuempfinden. Und ja, es fängt schon mal bei der Größe an. Es passt perfekt in die Hand, so wie es sein muss. Und ja, die Details sind natürlich wie aus dem Anime nachgestellt worden. Gar mit dem kleinen Uranus-Symbol. Ah, so sieht man es besser. Ja. Hier an der Seite sind die Knöpfe versteckt. Aber wo steckt denn eigentlich die Elektronik dahinter? Hier ist leider nicht. Es ist direkt im Kern. Und ich habe mich am Anfang nicht so ganz getraut, die zu öffnen, weil man sieht ja eigentlich jetzt keine Einkerbung oder irgendwas, wo man denkt, okay, ich kann das jetzt rausziehen. Aber etwas Mut gehört dazu, wie es auch in der Bedienungsanleitung steht, denn ihr könnt das hier hinten ganz einfach öffnen. So. Hier sitzt die Elektronik, der Hohlraum. Und ja, das Gute bei diesen Proplica-Sachen ist dieses Mal, dass Batterie schon dabei ist. Denn bisher musste man sich die Knopfbatterien extra holen, aber dieses Mal sind ein paar dabei. Und deswegen kann man schon gleich loslegen. Man hat hier hinten die Funktion zwischen A und B den Modus einzuschalten. Wir entscheiden uns mal für A. Und schon das Geräusch im Uranus-Style ertönt und ja, jetzt heißt es mal testen. Wenn man hier mit den zwei Knöpfen kann man sich mal durchtesten. Die machen einzelne Geräusche. Unten wird einfach die Melodie abgeschüttet und kann man selber rufen, wie zum Beispiel, mach der Uranusnebel, mach auf! Und passend dazu drückt man oberhalb den passenden Soundeffekt raus. Unten wieder für Musikwechsel. Dauert etwas. Ist eher so eine Attackenmusik, eine Vorstellungsmusik. Nächstes, kurz nach der Attacke, man kann, wie gesagt, immer die Soundeffekte hinterher schmeißen. Uranus, Planeto Power, make up! Ja, man kann sich dann auch einmal so wie die Kriegerinnen füllen, egal jetzt ob man selber
eine Frau oder ein Mann ist oder whatever, denn in jedem steckt irgendwo ein Stück Sailor Senshi. So. Was kann der andere Knopf, der runde Knopf? So, da kommen ganze Stücke hinterher. Wie ihr sehen könnt, leuchtet auch das Uranus-Zeichen. Und wie ihr es erkennt, das ist die Sound, der Soundeffekt der Verwandlung. Der Forschungsspruch. Nochmal drauf. Und noch einmal. Hier hinten sitzt der Lautsprecher. Hört ihr das? Dumpf? Ja. Schalten wir mal den Modus um, würde ich sagen. Denn wir hatten ja jetzt den A-Modus drinnen. Und jetzt folgt der B-Modus. So, wieder verschließen. Schauen wir mal, was mit dem runden Knopf wieder passiert. Was ändert sich? Auch wieder der Verwandlungsspruch. Der Spruch und World Shaking. Wieder Soundeffekte. Jetzt bin ich bei den zwei kleinen Knöpfen. Oben Soundeffekte und unten Melodie. Macht der Uranusnebel. So. Nächste Melodie. Einmal. Also, tendenziell kommt mir vor, dass der B-Modus genau das gleiche hat. Es ist nur etwas leiser. Man muss mal die Gebrauchsanweisung etwas studieren, soweit man im Japanischen mächtig ist. Aber, ja, Fakt ist, dieser Publica-Stick kann weitaus mehr als seine Vorgänger. Vielleicht bin ich auch etwas beeinflusst dadurch, dass einfach schon die Batterie mit dabei hat und ich konnte einfach loslegen. Aber die paar Euro, die man darin investiert, sind gut angelegt, denn all jene Fans, die schon lange nach diesen Schmuckstücken hinterherjagen, die wissen, dass die Liprods, also die 90er Liprods, sehr, sehr teuer sind, obwohl die eigentlich nichts können. Ja, aber was wäre Uranus ohne Neptun und Neptuns Liprod, schauen wir uns jetzt gleich an. Yay! Was wäre Sailor Uranus ohne Sailor Neptun? Natürlich darf ihr Liprod nicht fehlen. Auch 1:1 sehr schön nachkonstruiert, auch mit dem Neptun-Symbol. Liegt auch super in der Hand, lässt sich super damit verwandeln eigentlich. Und ja, auch hier steckt die Elektronik hinten verborgen. Ich finde ja, der lässt sich leicht öffnen, weil man was zum Greifen hat, den halben Mond hier. Und ja, jetzt schalten wir doch auch mal den A-Modus ein. So. Gleiches Prinzip, wir haben einen runden Knopf und zwei kleine. So, oben Soundeffekte. So, es leuchtet super. Und jetzt Neptune Power! Make up! Wunderschön. Nächstes Musikstück.
Es sind eigentlich ja die gleichen wie bei Sailor Uranus, kommen mir gerade vor. Und so, nächstes Musikstück. Genau, es sind die drei gleichen. Und hier kann ich auch wieder mit Soundeffekt spielen. So, und jetzt hören wir uns das mal mit der Stimme von Sailor Neptune an. Das Tolle ist ja bei Proplica, hier werden ja gar keine alten Stimmen aus dem 90er-Anime einfach recycelt, sondern die japanischen Synchronsprecher kommen nach einigen Jahren wieder ins Studio und nehmen die alten Zeilen erneut auf. Das ist natürlich sehr, sehr cool und hat auch einen gewissen nostalgischen Faktor sicherlich für die japanischen Synchronsprecher. Schade, dass es so etwas hier in Deutschland nicht gibt. Aber ja, man konnte ja auch online das etwas mitverfolgen von den Synchronsprechern. Und hier ist quasi das Ergebnis von der japanischen Synchronsprecherin von Sailor Neptune. Wir beginnen mit einem Spruch. So. Ihr merkt, hier ist etwas anders. Hier fehlen teilweise die Hintergrundmelodien. Bei Neptun haben wir hier einzelne Dialoge oder Kurzsätze. So, ich will den Spruch. Sie musste durch alle Emotionslagen durch. Man kann auch wirklich rumdrücken. So. Jetzt haben wir hier den Verwandlungssound. Und jetzt kommt es. Zum selber sprechen. Neptune Planet Power! Da fehlt auf jeden Fall die Stimme etwas. Schauen wir mal, ob wir sie in diesem Modus noch hinbekommen. Hier. Das Interessante hier war, ich habe jetzt hier mit den kleinen Knöpfen etwas experimentiert. Also, wie ihr seht, es sind noch viele weitere Modusse versteckt, nenne ich es mal. Also, mit den Proplica-Stäben kann man wirklich stundenlang spielen. Also, sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern die taugen auch super etwas her. So. Ich schaue mir auch hier mal den anderen Modus an. So, geöffnet und jetzt kommt der B-Ring. So. Auch wieder das Gleiche. Es ist halt viel leiser. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Funktion des B-Moduses ist. Wer weiß, was dieser Stab und auch der andere so alles tun können. So, das war unser Kurzreview zu den Lip Roads von Sailor Uranus und Sailor Neptune. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was die zwei Schönen zusammen drauf haben. Und ja, schade, dass Sailor Plutus Lip Road nicht dabei ist, aber vielleicht kommt es noch. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung, macht sie kund. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Heo bzw. Tamashii Nation für die Leihgabe dieser Lip Roads. Und ja, wir hoffen, dass wir auch bald Sailor Pluto sehen können, denn von Sailor Saturn gibt es ja kein offizielles, wobei sehr viele Fanmates da draußen kursieren. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die weiteren Lip Roads und fiebern schon der nächsten Edition entgegen.